Ich hab B gedrückt. Ich habe... Jetzt ist natürlich nicht B-Time eigentlich, aber gut. Nein, da musst du B drücken. Oh. Okay, warte. Dem weicht er eh aus. Ich will den hier erstmal loswerden. So, warte. Schnauze halten jetzt und konzentrieren am besten. Hä? Das Spiel hat. Das Spiel hakt! Das Spiel hakt! Beruhigt sich das wieder? Warum hakt das gerade? Ich weiß nicht, ob man das in der Aufnahme sieht. Nein! Ich muss mir echt mal langsam, glaube ich, einen neuen Rechner anschaffen, aber die kosten ja auch eine Stange Geld. Nein, B! Ich habe B gedrückt, ey, ich hasse es. Oh Mann. Okay, meine Fresse. Das war jetzt eine schwere Geburt, die eigentlich wahrscheinlich überhaupt nicht schwer ist. Unglaublich, hier werden wertvolle Vorräte gehortet, während die Menschen hungern. Aber nicht mehr lange. Bald bringe ich das alles wieder dahin zurück, wo es hingehört. Und wie gesagt, ich hoffe, meine Zuschauer gehören eher zu der Fraktion. Ich lache mich schlapp, wenn sich der Spieler aufregt. Weil ansonsten ist das ein Flop-Let's Play hoch 10. Naja, wenigstens ich habe Spaß, auch wenn es sich nicht so anhört. Oh, geil, ey. Okay, ich habe einen genialen Plan, wie ich einen Händler ausrauben kann, um den Count Duke mehr Geld zu beschaffen. Ich werde euch alles darüber erzählen, gezeichnet Fulano. Ja, cool. Jetzt müssen wir gleich gegen Fulano kämpfen, oder was? Okay, ich habe ebenfalls einen genialen Plan. Ich werde unschätzbare Güter gegen Säcke mit schmutzigen Socken tauschen. Ich kann es kaum erwarten, das dem Count Duke zu erzählen, gezeichnet Mengano. Und hier? Sehr geehrter Count Duke, es könnte einen kleinen Haken in unseren ansonsten tadellosen Plan gegeben haben. Es ist möglich, dass die nächste Sendung, die ihr erhalten werde, tatsächlich mit schmutzigen Socken gefüllt ist. Die Untersuchung der Angelegenheit wird unsere höchste Priorität genießen, gezeichnet Fulano und Mengano. Okay. Gleich Doppelduell gegen die oder was? There you are. So, how much further is this vault? We're not far, but there are more henchmen than I expect. I'll scout ahead and weed out as many as I can for you. You'll still help me fight the vault guards, right? Of course. I'll meet you there. I give you my word. Okay. Wir haben ihr Wort. Ich bin mir nur nicht sicher, ob ich mich darauf verlassen soll. Denn unsere Definitivliebhaberin ist irgendwie sehr zwielichtig. Okay, gibt es hier sonst noch irgendwas? Nö, außer dass die Kamera hier komplett eskaliert, weil man hier anscheinend gar nicht hingehen soll. Einfach hier so mittendrin Bücher. Aber wo haben die sich denn unterhalten? Da unten? Muss ich da auch runter? Anscheinend. Oder muss ich hier runter? Auf jeden Fall sind da unten Soldaten. Okay. Hier liegt das Tagebuch eines Einsiedlers. Ich vermisse immer noch die anderen Handlanger, aber meine Treffsicherheit wird immer besser.
Ich könnte jetzt hier runterspringen und sagen Surprise oder ich gehe hier lang. Ich glaube, ich gehe hier lang. Oh. Ja gut, ich hätte war dann doch da richtig. Gut, gehen wir halt nochmal rum. Ups. Gehen wir halt nochmal rum. Was soll dann der Geiz? Und kämpfen. Juhu! Not too late. I'd like to add something to this meeting's agenda. Uno! Ups. Oh, Udo lebt ja noch. Nein! You can't escape. Ich will auch gar nicht escapen. Mann! Hä? Ich bin gerade zu blöd zum Parryen. Geil. Na, ich bin gerade wirklich zu blöd zum Parryen. Gibt's doch gar nicht. So, jetzt. Oh boy! Was mache ich denn da gerade für einen Scheiß? Das war ja jetzt gerade kompletter Humbug, den ich da fabriziert habe. Holy shit. Okay. Da müssen wir uns durchrollen. Okay. I'll take this. Thanks. Ich nehme mal eins. Warte. Muss ich die aufsprengen oder was? Ja, so auf jeden Fall nicht. Oder muss ich die Kanone entzünden? No, no, I'm sleeping. Er schläft, ja, klar. Ja, gut. Kann man so machen. Da ist eine Wache. Ah, nee. Cider. Ja, ja, warte, Cider. Ich muss erstmal nochmal hier gucken. Okay, hier gibt's aber nichts zum Gucken. Alles klar. Hier dementsprechend dann wahrscheinlich auch nicht, ne? Verlass das Gebiet. Jetzt kommt doch nochmal irgendein fieser Kampf. Die springen doch jetzt hier gleich wieder aus den Fässern oder so. Hui, dieser Geruch. Baden die nur, wenn sie ins, wenn ich sie ins Wasser schubse? Ich hoffe doch nicht. Ja, lass mich raten. Gleich wollen die mich hinterrücks angreifen oder so. Oder auch nicht. Okay. Gut. I think she's gone. I do not jumping out of that woman. Did you hear what you did to the other? First time you say heaven. Das ist jetzt einfach nur so aus Prinzip. Das ist jetzt einfach gerade wirklich nur aus Prinzip gewesen. Okay. Ein Gebietswechsel. The treasure vault. I can't believe how much the Count you has stolen. You could buy a small country with all this coin. Die ganzen Taler hier. Oh, juhu. So eine dicke und so ein, ich glaube so ein Fecht-Dude. Ich kann echt schlecht gucken. Ich glaube ja. Ja, schön, eine große Arena. Ja, cool. Hallo. Stolen? No. The Count Duke works very hard for it. Plus, courts don't corrupt themselves, you know. Each coin to pay for your schemes is one that could have paid for food, clothing and housing. It already does. It pays for ours. Besides, the more the Count Duke spends, the more it trickles down into the hands of the people anyway. Ich hab's ihn einfach mal nicht aussprechen lassen. Has revealed so much of our plans to you. I'm afraid, madame,
that I must now ensure your silence in a rather feminine fashion. Nothing will silence me. Ja. See you later. Das wird ein lustiger Kampf. Okay, erstmal die Udos abschlachten. Keine Zeit für dich. Okay, hier sind einige Udos. Warte. Ja, ich erstmal Udos loswerden. Bevor die mir in die Quere kommen. Udo? Da. Warte. Ich muss mich mal neu justieren. Ah, hier ist auch noch ein Udo. Hallo. Udo. Moin. Warte. War es das mit Udos? Nee, war es nicht. So, warte. Komm her. Scheiße, ich bin zu weit weg. Okay, hat geklappt. Oh Gott. Oh Gott. Warte mal. Hier. Scheiße. Nein. Oh, fuck. Ja, ja, mein Timing ist da gerade komplett für den Arsch gewesen. Scheiße, ich darf nur noch zweimal getroffen werden. She looks hungry. Finde ich auch. Die hat ganz dringend Essen nötig, die Dicke. Oh Gott. That could have been your neck. Okay. Konzentrieren, ich darf noch zweimal getroffen werden. Oh Gott. Hau doch drauf. Ah, scheiße. Warte. Danke. This is highly inappropriate. Scheibenkleister, ey. Okay. Okay, warte, nächste Phase. Mit was habe ich es da zu tun? Noch so ein Fechter und... Oh Gott! Hallo. Oh Gott, ich hänge hier fest. Runter da. Runter. Und Grenadiere. Na klar. Komm mal her hier. Du blöde Kuh. Hä? Ich sehe nichts. Das ist immer ganz blöd, wenn man nichts sieht. Diese Grenadiers-Olle. Ey. Oh Gott. Oh Gott. Ja. Eigentlich sind die Grenadierinnen gar nicht so schlecht. Hä? Warte. So. You left me.
Oh Gott, ja, 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 ja. Nein, nein, weg, 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 weg. Scheiße, ich darf noch dreimal getroffen werden. Dich gibt's ja auch noch, oh Scheiße, und nur noch einmal getroffen werden. Oh fuck, ey. Ich finde das wirklich fies, dass man keine Energie auflädt. Das finde ich wirklich super fies. Gott. Wenn man wenigstens zwischendurch wieder Energie kriegen würde, ey. So. Er ist halt noch da. So, jetzt ist nur noch sie da, oder was? Und ich habe zwei Energie. Ich kann sie besiegen. Ich muss sie aber erwischen. Aber wie soll ich sie erwischen? Warte mal. Nimm das doch bitte. Oh, yeah. Uff. Sehr, sehr gut. Bisschen rumlaufen, bisschen konzentrieren, dann geht das auch. Auch ohne Rage. Oh boy. Das habe ich ihr nicht zugehört, aber es gibt ja Untertitel. Ja. Okay, weiter. Oh boy, ey. Das ist schon nicht ohne. Aber ich sag ja, trotz meiner Migräne, es bockt. Es bockt. So. Ja, und für die, die sich halt richtig challengen wollen, es gibt noch eine Schwierigkeitsstufe darüber. Okay. Kommen wir nochmal wieder runter. Da ist ein Schalter drauf, das habe ich aber mal wieder gekonnt übersehen. Findet den Count Duke. Juhu. Der war im ersten Kampf auch schon so eine Scheiße. Und ich gehe davon aus, dass er auch wieder Gehilfen haben wird. Das wird nicht fair ablaufen. Wie zum Beispiel mit El Vigilante und mit Cider. Das wird definitiv nicht so ablaufen. Aber solange es dann wieder Grenadierinnen gibt... Cool. Ist, ja, wirklich tiefer als erwartet. Eine weitere Villa in einer Geheimfestung auf einer einsamen Insel. Das geht jetzt wirklich zu weit. Count Duke. Wenn man halt Geld hat. Oh, Count Duke. Ich setze mich anders hin, Count Duke. Ah, those useless, incompetent buffoons. I'll burn off their mustaches. I'll fit them to the ears. Ah, ja. You should have known your luckies couldn't defeat me. Yes, it would appear they couldn't defeat you. But your clown brother on the other hand, and that pirate partner in crime of yours. What did you do to them? If you've hurt them, I'll... Leave my island now.
and I may consider returning them safely to the mainland. It's entirely up to you. Leave. Dahlia the Volador never walks away from a fight. Face me, you coward! So you've made your choice. Ja, haben wir wohl. Ob ich will oder nicht, wir haben uns wohl entschieden. So, gibt's hier irgendwas? Nein.